gleich jeden Moment live sein, also nicht mehr allzu lange dauern. Und da sehen wir auch schon, wir sind live. Wir sind live, es geht los. Also, Tengri fängt hier an als CT. Fangen auf der CT-Seite an. Knife Round gibt es in dem Fall nicht. Und endlich sind wir zurück, live und in Farbe, Tengri gegen Vega Squadron. Und da gibt es den ersten Contact auf dem B-Spot. Aber das hat sich schnell erledigt. Hucci ist da ziemlich schnell down. Schöner Shot hier auch auf der Seite dann von Panschka. Bachangaris. Mir mit dem nächsten Chopper kommt da einfach rum, aber hittet die Shots nicht. Und somit Fitch mit dem Frag. Ja, was ist das denn gewesen? Chopper mit einer so guten Position. Und Pashangris bekommt den zweiten Frag dann nicht mehr. Mir gegen SNK und Fitch. Aber keine Chance. Also Tengri hier mit einer souveränen First Round. Die Jungs vom Vega müssen da noch ein bisschen nachlegen. Aber gut, so eine First Round kann man auch mal Pech haben. Und Mirage ja immer noch ein bisschen. Naja, CT-lastig. Ja. Ja, so ganz leicht. So, interessant, dass sie jetzt komplett Farmers gekauft haben, außer Parangaris. Oder Parangairis. Schwierig auszusprechen, finde ich. Sehr schwierig. Parangairis. Ja. Ja. Und von dem kommt auch gleich mal die Granate. Cassandra geht down. Er frisst hier die Kobi. Und damit also auf jeden Fall, abgesehen von den Waffen, der nächste Vorteil, den die Jungs hier haben. Jetzt geht's langsam über die Mitte. Ah, Tengri. Die Jungs verteidigen das ganz gut. SNK. Und auch Fitch erfolgreich auf dem A-Spot. Und so hat man dann recht schnell in die Runde zusammen. So, wir kommen zurück. Keiner war wirklich weg. Oh, da gibt's den Ding. Aber die Bombe trotzdem down auf dem Spot. Keinen einzigen Spieler verloren. Flawless Round. Easy going für Tengri hier. So, jetzt sind wir Vega mit den Waffen unterwegs. Bin gespannt, wie das Ganze jetzt aussieht. Vega ja nicht unbedingt allzu schwach. JR gleich mit der AWP am Start. Und Chopper. Auch schon wieder recht schnell drauen. Hucci aggressiv in Richtung B. Und der ist da mehr oder weniger alleine. Macht den Frag, hat hier ein bisschen Glück. Aber den nächsten bekommt er nicht. Kein Support da, kein Backup, kein Refrag. Und deswegen ist das nicht unbedingt allererste Sahne, was sie da gerade gespielt haben, würde ich sagen. Es ist irgendwie so ein bisschen Hauruck-Taktik. Einfach drauf und gucken, wie weit wir kommen. So sah das gerade aus. Und die Nate sah es auch.
verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein, was da gerade gespielt wurde. Ja, Vega wartet jetzt erstmal ein bisschen ab. Sie sind weit verteilt. Finden sich jetzt in der Mitte zusammen, zumindest zu zweit. Und Mia steppt da auch rum wie so ein Elefant. Also so richtig koordiniert sieht das nicht aus. Chandra kommt jetzt von hinten, könnte da... Nein, kann er nicht. Okay, auch gut. Ja, das habe ich nicht so... Sie sind alle einzeln reingegangen, einer nach dem anderen. Erst ist Chopper gestorben, dann ist Hoochie gestorben. Und dann ist der Rest wirklich one by one reingegangen und gestorben. Das ist, ja, nicht unbedingt die beste Taktik. Ja, genau. Das sah aus wie ein Matchmaking irgendwie. Obwohl die Jungs eigentlich recht stark sind. Auch individuell. So, auch hier wieder schnell zwei Frags gefallen. Aber der Boost dann... Na, nicht erfolgreich. Noch hier fast wieder flawless. Oh, da wird gleich die Pause gecallt nach 5 Runden. Also da muss man sich was überlegen gerade. Ansonsten werden sie hier überfahren von Tengri. Aber richtig. Ja. Was sollte man anders machen? Wo soll ich anfangen? Also erstmal würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall zusammenspielen sollten. Das ist wichtig. Denn das haben sie bis jetzt irgendwie gar nicht getan. Da sieht man nochmal den Boost, der nicht so ganz geklappt hat. Also... Ja... Ich habe das bisher echt nicht verstanden, muss ich echt sagen. Also, die Jungs sind eigentlich individuell echt stark, spielen auf einem guten Niveau, sind auf einem CIS-Miner vertreten und spielen dann irgendwie, ja, so. Das ist für mich unverständlich. Gut, Jungs, zeigt mir, dass ihr es drauf habt, zeigt mir, dass ihr es besser könnt. Chopper haben sie vor A abgestellt. Quasi der Lurker. Mir in der Mitte. Und den Rest in Richtung B. Also es könnte momentan noch in alle Richtungen gehen. Man kann natürlich nochmal komplett zurückgehen aus dem B-Haus. Und dann in Richtung A verschieben. Über Mitte gehen könnte man. Chopper kann auch zu mir in die Mitte stoßen. Und dann kann man B-Split spielen. Also da hat man noch genug Möglichkeiten so früh in der Runde. Aber erstmal schauen sie, dass sie hier ein Entry bekommen. Und mir geht jetzt über kurz... Wird aber gleich von Fitch erwartet. Den checkt er auch überhaupt nicht ab. Und jetzt ziehen sie sich hier zurück. Sind kurz zurückgesteppt und bleiben dann wieder stehen. Die Spot-Smoke kommt. Und dann geht's aber über den Underground. Schauen, wirklich was gebracht hat es, glaube ich, nicht. Diese Smoke, da wird das Window nochmal ausgenutzt. Man boostet sich rein und dann wird zuerst rechts abgecheckt. Keinen einzigen Frag hat man geholt in der Runde. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade über den Start von Vega. Jetzt hat man zumindest den vollen Loser-Bonus und
Ja, alle bis auf JR haben zumindest die AK mit am Start. Diesmal der Aufbau genau andersrum, abgesehen davon, dass man keinen in der Mitte lässt. Mir geht wieder Lurken und der Rest vor A. So, da geht's dann raus auf dem Spot und jetzt bekommen sie zumindest mal den Frag hier. Mir schon relativ weit durch. Beziehungsweise Hutschi ist es gewesen, Entschuldigung. Und das könnte doch mal was werden jetzt. Ramsik hat da erstmal noch was dagegen. Und auch ein paar Shangaris. Geiris. Wartet er erstmal noch ab mit seiner AWP. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es schaffe, den Namen nochmal korrekt auszusprechen heute. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht spreche ich noch jedes Mal anders aus einfach. Und sag nachher, es war Absicht. Dann fällt es keinem auf. So, ich bin mal gespannt, was er noch machen kann aus der Situation. Okay. Das hat sich relativ schnell erledigt. So, jetzt hat man mal ein bisschen mehr zusammengespielt in der Runde. Oh, wir haben den Bond dabei. Chopper. Jawohl. Auf geht's. Wir haben den Bond am Start. Also müssen wir mal darauf achten, was Chopper noch macht. Ja, man sieht auf jeden Fall nichts durch die Smoke da. Keine Waffe. Das könnte der B-Split werden. Die Bombe ist nämlich noch gedroppt hinten im Haus. Müsste eigentlich noch geholt werden. Chopper da in der Position, dass er die gleich mitnehmen kann. Aber erstmal wartet man noch ein bisschen ab. Also man hat sich gut aufgestellt. Und es scheint in Richtung A zu gehen. Es scheint in Richtung A zu gehen. Also das wird hier auf jeden Fall der A-Split. SNK hält er noch mal ein bisschen gegen und dann sind sie in meinen Augen etwas zu langsam. Die Jungs von Vega. Boah, ist das eine offensive Position? Er piekt da einfach rein. Welche Eier muss man haben dafür? Einfach gegen die AWP zu pieken. Eieie. Knapp 30 Sekunden sind es noch. JR verschießt, gibt seine Position preis. Aber ist nicht blind und dann Parangairis. Wie auch immer. Und Chopper immer noch mit 008 unterwegs. Starker Retake hier gerade von Tengri. Muss man absolut sagen, muss man anerkennen. So, jetzt vielleicht der Kurzsplit. Also der B-Split. Oh, da, Chopper mit seinem ersten Kill, jawohl! Auf geht's, Chopper! Jetzt kann's losgehen. Und die Runde muss Vegas Squadron jetzt auch gewinnen. Chopper hat den Kill gemacht, das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass es hier weiter bergauf geht. Hutschi mit der Tech 9, aber mir ist dann noch da. AK ist natürlich ein bisschen stärker, SNK, der hat die Bombe gesehen. Und Fitch hat jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Hutschi diesmal mit der M4, die hat er gerade aufgenommen.
So, und jetzt kann's aber abgehen hier. Da wird die Pause gecallt. Genau, Chopper hat den Kill gemacht. Und da muss man sich besprechen, wie das passieren konnte. Das muss ein Riesenfehler gewesen sein bei Tengri gerade. Dass Chopper da den Kill machen konnte, das kann eigentlich nicht sein. Natürlich gibt es ja jetzt gleich in der Tactical Pause die kleine Fehleranalyse, woran es gelegen hat. Das sieht eher nach technischen Problemen aus, um jetzt mal wieder zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Die es da bei Tengri zu geben scheint. Na, oben rechts steht's auch für Dumme. Dankeschön. Hätte ich auch gleich mal drauf gucken können. Also, Technical Pause. Na, die Jungs sehen ein bisschen verkrampft aus. Hier wirkt das Ganze schon ein bisschen lockerer. Tja, also, irgendwas wird man da versuchen zu fixen gerade. Da gibt's Wasser. Auf der anderen Seite gibt's die Energy Drinks. Also, Jungs, da müsst ihr hin. Nochmal ein Drop. Sehen auch alle irgendwie ein bisschen verschlafen aus, oder? So nach dem Motto gerade aufgestanden. Ich kann den Rest von. Okay, ich wiederhole es jetzt nicht. Ja, die Kamera ist vielleicht ein bisschen blöd positioniert, könnte man jetzt sagen. Also, ja, da wurde gerade ganz kurz nochmal an der Kamera gewackelt. Vielleicht sollte es auf der Seite von Tengri Wasser geben, statt auf der Seite von Vega. Na gut, lassen wir das. Das ist gemein, nein. Alles gut. So, hier kannst du den Rest des Teams sehen. Auf der linken Seite, ja. Also die Teams sitzen auf jeden Fall nicht schalldicht isoliert, so wie es ausschaut. Und da können wir nochmal das schöne Scoreboard betrachten. Wir haben uns über Chopper lustig gemacht, aber schaut euch mal Sonic an. Der hat auch noch keinen einzigen Frag, also 0-3-5. Ein bisschen was hat er zumindest getan fürs Team, 3 Assists. Auf jeden Fall kein Bond. Ja, SNK, derjenige, der hier ein wenig carried, könnte man sagen. Ja, der sah wirklich aus, als wenn er gleich einpennen würde. Oh, schauen wir uns das mal an. Sonic im Vergleich zu SNK. 278 Damage, wenn ich richtig im Kopf hatte, zu 1200 ein paar zerquetscht oder 1300. Ja, eine schöne First Kill in der ersten Runde. War wirklich auch gut ausgespielt, dass er da ins Haus reingepusht ist. Muss man echt sagen, das war ein richtig, richtig guter Move da. Vielleicht sehen wir gleich auch nochmal den First Kill von Chopper. Nein, schade, den zeigen sie nicht. Ja. Also, er ist auf jeden Fall unzufrieden. Das auf jeden Fall. So, Jungs, nicht schlafen hier. Ihr müsst gleich noch was tun.
unsichtbar und es scheint weiterzugehen. Jawohl. Also, zurück ins Spiel. Wir sind weg. Wir sind back live. Bin auch noch nicht ganz wach, habe ich das Gefühl. Man sieht also auch schon direkt die AWP mit am Start bei den CDs. Zwei Stück sogar. Doppel-AWP. Pachangaris und Ramsik beide mit der AWP unterwegs. Oh, und genau in dem Moment kommt er da um die Ecke. Mir. Nee, Ramsik ist es gewesen. Und Hoche früh in der Runde gestorben. So, Chopper holt hier den Topfragger raus. SNK ist raus. Kishandra wurde gesehen, konnte hier angesagt werden von Fitch. Ja, da macht er auch den Kill. Aber dann ist Mir noch da, mit dem haben sie nicht gerechnet, dass da noch jemand reingeboostet wurde. Und Chopper jetzt übers Haus, vielleicht mit der Möglichkeit, der Ramsik down zu bekommen, beziehungsweise rauszunehmen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es in Richtung A-Spots. Das ist schon mal klar. Der Frag war wichtig. Der Frag war verdammt wichtig. JR zeigt sich da auch ein bisschen zu früh. Hat sich also hier komplett verraten. Hätte vielleicht nochmal hinten rumgehen können. Ich weiß gar nicht, ob sie noch Equipment gehabt haben. Habe ich in dem Moment nicht drauf geachtet. Nicht souverän ausgespielt, die Runde. Tengri hat lange gewartet. Hat gut gestanden. Wieder mal, ja, mehr oder weniger Standardaufbau. Zwei Stück in Richtung B auf jeden Fall. Einen haben sie in der Mitte wieder. Oh, und jetzt geht's aber Abfahrt in Richtung B. Schnell, Mir kommt über die Mitte dann. Oh, Sonic bekommt da keinen mehr. Einen einzigen Frag mehr kann er da nicht machen. Und Ramsik wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt sind sie scheinbar aufgewacht. Jetzt sind sie richtig wach. Also so schnell, wie es da gerade ging, Abfahrt, einmal eine kalte Dusche genommen, eben in der technischen Pause, in der Unterbrechung. Und dann gibt es hier aber sowas von Knallgas. Oh, Fitch, kann er das noch klatschen? DevKit ist nicht am Start. Die Bombe liegt sogar für ihn. Und Fitch macht es! Das reicht, er hat das DevKit aufgenommen. Fitch klatscht die Runde, was ist das denn? Vega, willst du mich verarschen? Das darf doch nicht wahr sein. Fitch mit der MP9. 3 Kills. Oh, was zur Hölle. Das darf nicht wahr sein. Was macht Vega Squadron denn da? Habe ich mich da gerade ein bisschen zu weit aus dem Fenster gewagt, indem ich gesagt habe, dass sie da richtig wach sind? Nein. Für kurze Zeit haben sie sich da aufgerappelt. Und dann schlafen sie wieder ein. Nach dem Plant haben sie scheinbar gedacht, es wäre schon durch, oder was war das? Und mir versucht es wieder durch die Smoke. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ja gut, immerhin konnte man die Bombe legen. Jetzt nochmal. Selbst wenn es nicht klappt, hat man hier ein bisschen Geld mitgenommen für die nächste Runde. Boah. Und dann gibt's das Brett. Ja, JR geht schon saven. Eieiei. Bei Ramsik gab es übrigens Mikrofonprobleme, eben. Er drückt ihn durch die Palette wie ein Lagerarbeiter.
Ja, das stimmt. So, entweder wird reingechattet oder es gibt die nächste Pause. Scheint die nächste Pause zu geben. Tatsächlich. Eine taktische Pause diesmal. Gecallt von Tengri. Also haben da scheinbar die Runden gewonnen, aber sind nicht so ganz zufrieden damit, wie sie die geholt haben, so wie es ausschaut. Und hier ganz vorne die Grinsebacke, das ist Ramsik, der eben mit dem Mikrofon ein Problem. Unglaublich. Unglaublich, da ist es nochmal zu sehen von Fitch. Und auch schön, dass er hier sehr lange gewartet hat, bis er sich gezeigt hat. Und das hat, dass er so lange gewartet hat, das hat mir dazu gezwungen, aus der Deckung rauszugehen und nachzuschauen, ob er wirklich defused oder nicht. Hätte er sich vielleicht vorher einmal gezeigt, dann hätte mir einmal kurz geguckt, wäre wieder zurückgegangen und hätte gewartet. Und dann kommt man in diese Endschlussschleife, andiffusen, weggehen, andiffusen, weggehen, gucken. Und so weiter und so fort. Hab ich was Böses gesagt? Ja, vielleicht war die Pause auch einfach dazu da, um das Red Bull aufzumachen. Wer weiß. Okay, was das jetzt war, weiß ich nicht so ganz, aber Hucci zumindest mit dem Frag gegen Sonic. First Track ist da, 10 zu 2, der aktuelle Stand. Und die nächsten Runden kann man sehr gut gebrauchen. Tja. Bombe wurde gelegt auf dem A-Spot. Retake. Könnte machbar sein. Muss man schauen. Ramsik mit der AWP. Und Chopper geht dann nur auf den Minischlitz. Und geht der Diffuse durch? Nein, er geht nicht durch. 10 Sekunden noch, er muss es jetzt tun. Er muss da durchziehen, aber nein, Vega Squadron. Da sind sie dann doch noch auf der Höhe, das bekommen sie hin. 10 zu 3 und die letzten beiden Runden brauchen sie auf jeden Fall. Ja, die Kurve zeigt nach oben bei JR. Ich muss sagen, heute gefällt mir der Chat auch. Ist mal lustig anstatt toxic. Das gefällt mir heute. Boah, Uchi bekommt viel Damage, teilt aber auch gut aus. Sonic nur noch mit 17 AP. Gegen 4 ist es ungefähr gleich auf, auch von den HP. Ja. Pahangraris macht daraus gerade nochmal einen Vorteil, aber das hat sich schon wieder erledigt. Bevor ich es aussprechen kann, fallen da zwei Frags. Und der Vorteil für Vega Squadron ist da. Und diese Runden, wie gesagt, die brauchen sie auch. Sie brauchen jede einzelne Runde, die sie noch bekommen können. Chopper kassiert da schon stark.
Und ausgerechnet jetzt gibt es wieder diese Bildprobleme. 20 gegen 23 HP. Wer kann das Duell für sich entscheiden? Fitch, er sprayt einfach! Einfach mit dem Spray rein. Und holt Chopper da hinten weg. Bekommt den Diffuse auch ohne Kit durch. Easy going. Eieieiei. Ja, Vega Squadron. Das war's gerade mit der vierten Runde, beziehungsweise mit dem 10 zu 5. Davon kann man sich auf jeden Fall verabschieden. Was man noch machen könnte, wäre jetzt vielleicht das 11 zu 4. Mal schauen. Also, Vega hat das in der Hand. Ich habe hier gerade Brötchen vor mir liegen und sehne nur die Pause herbei, dass ich endlich frühstücken kann, denn das habe ich heute noch nicht getan. Nein, alles mit der Ruhe. Erstmal genießen wir hier noch die Frags, die Chopper uns hier noch liefert. Der Junge dreht jetzt richtig auf nach dem Bond. Bin mal gespannt, wie viele Frags er am Ende hat. Die Bombe kann wieder geplantet werden. Und sie sind zu dritt in Richtung CT-Base unterwegs. Bekommen da gut Damage. Hutschi nur noch mit 4 AP. Das wird schwierig. Das wird schwierig, wenn sie sich da nicht alle zeigen. Oh, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Oh. So, jetzt gehen wir erstmal zur Halbzeit. 11 zu 4. Halbzeitpause. Halbzeitstand. Ja, Chopper mit einem kleinen Comeback. Das ist richtig. Da wird auch mal abgefaustet. So, und jetzt wirken sie auch wacher. Vielleicht haben sie mal ein bisschen Red Bull vom Nachbartisch geschnappt. Und ein bisschen genascht. Könnte eine Möglichkeit sein. Mal schauen. Also Vega. Jetzt unterwegs hier als CT. Und Tengri. Als T, die müssen es jetzt zeigen, dass sie auch auf der T-Seite können. Und Vega schließt früh aus. Vega schließt früh aus. Und ich würde sagen, das spielt Tengri gerade in die Karten. Das spielt Tengri richtig in die Karten, damit rechnen sie nicht. Oh. Und das ist krass. Also, wer auch immer das gecallt hat bei Tengri, Respekt. Guter Read. Ich weiß nicht, ob sie eine Demo-Analyse gemacht haben, ob das ein Standard-Play von Vega ist. Das kann ich leider nicht sagen. Aber das sah so aus, als hätten sie es erwartet. Und genauso ist es auch eingetroffen. So, und jetzt gibt's hier die Smokes in Richtung A. Die Smoke kenne ich aus einer anderen Position. SNK mit dem ersten Track auf dem Spot zumindest. Wow, Chopper! Jetzt räumt er aber richtig auf hier. Was für Klicks von Chopper. Schönes Ding gerade. Afterplan-Situation bisher nicht allzu gut ausgespielt. Ramsey kommt jetzt über die Mitte mit der Deagle. In der First Round, auch interessant. Und dann reicht es aber nicht, um den Spot hier wieder safe zu bekommen. Und also Vega mit der First Round auf der CT-Seite. Thank you.
Alter. Mir. Mit der M4. Das reimt sich und wir sind hier. So. War das schlecht. Also noch nicht erkennbar, wo es hingehen soll. Die Bombe gedroppt in Richtung B, aber das muss nichts heißen. Mongrels könnte Dieter Bohlen bei DSDS ersetzen, was die Sprüche angeht, auf jeden Fall. Ich darf nicht zu viel davon lesen. Ach, es ist eigentlich... eigentlich ist es gemein, aber auch lustig. So, mit SNK rechnen sie jetzt hier nicht. Der kann vielleicht nochmal den ein oder anderen Track bekommen. Aber ich glaube nicht, dass er die Runde noch holt. 36 Sekunden noch. Ah, das war's. Das war's. Ich bin auch müde. Ich habe geschlagen, 2 Stunden geschlafen heute Nacht. Aber gut, selbst schuld. Will mich nicht beschweren. So, die HE in die Mitte, die sitzt ganz gut. Und dann der Spraydown hinterher. Ja, kann man mal machen. Ramsik noch mit 8 HP. Hat er Glück, wenn er da noch wegkommt. Wie aggressiv Vega das hier anspielt. Schon interessant. Wirklich interessant, wie aggressiv das gerade war. Jetzt ziehen sie sich halt wieder komplett zurück und spielen es defensiv weiter. Oh, das Bild. Ich kümmere mich gleich mal drum. Also wenn es die nächste Pause geben sollte, dann gucke ich nochmal, ob ich das Bild nochmal ein bisschen besser bekomme wieder. Und Tengri lässt sich da viel Zeit. Also die spielen das Ganze auf jeden Fall seriös runter. Ramsik mit 7 HP, ohne Deagle. Aber beide auch mit Kevlar. Und eine Flash hat man noch. Oh, die Flash war gut. SNK, der gefällt mir richtig gut. Und mir ist zumindest bekannt. Der wurde kurz gesehen. CT hat man eingenommen. Man muss natürlich auch auf hinten aufpassen. Und wenn... oh, die Flash war Gold wert. Die Flash war Gold wert! Mir mit der absoluten Goldflash. Aber sowas von. Richtige Goldini. Und dann geht auch der Diffuse durch. Mir da gute Unterstützung geleistet für Hucci. So, jetzt gibt's die nächste Pause. Ich werde mal ganz kurz schauen, dass ich es hinbekomme. Also wundert euch nicht, wenn ihr hier gerade einmal ganz kurz den Idle-Screen seht, den ihr normalerweise nur zwischen den Matches zu sehen bekommt. So. Sollte gleich wieder laufen. Zumindest sieht es gerade ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Ja. Also Vega. Gerade mit einem Comeback. Und Tengri. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Sie versuchen es gut auszuspielen. Aber Vega macht es dann teilweise nochmal einen kleinen Tacken besser. Man darf jetzt nicht aufpassen, dass man hier irgendwie salty wird, sozusagen.
Ja, das hat nichts gebracht. Chopper ist dabei. Der ist am Start. Und dann sieht es relativ einfach aus. Ja, und so wie es eben auf der Seite von Tengri ausgesehen hat, sieht es jetzt aus auf der Seite von Vega. Hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. So, Standard. Erster Molotow, dann abgesmoked. Bildkreuzen ist leider immer noch da. Ich kann es nicht ändern. Das tut mir echt leid. Oh, JR hat eine super Position. Kann den Rest seiner Mitte noch abfangen. Und Parangaris Muster mit 12 AP raus. Mit 19 AP. Okay, hat sich erledigt. Auch gut. Ramzik, letzter Verbleibender, gegen zwei Stück. Beide kommen aus Richtung Kitchen, aber für den ersten reicht es schon nicht mehr. Kashendra mit dem Frag da und also der Diffuse auch durch, kein Problem. Und die nächste Runde für Vega, die hier wirklich richtig aufholen. Eieiei. Was kann Tengri machen? Spielt mal schnell. Ich würde sagen, mal einen schnellen Go irgendwo. Also noch führen sie. Noch müssen sie da nicht in Panik verfallen und das Spiel... Naja, also ich finde, sie sollten es umstellen, bevor es zu spät ist. Und ja, ich lese generell immer so gut wie alles, was im Chat steht. Ganz selten, dass ich mal was überlese. So, Hucci. Durch die Smoke. Kein Problem für ihn. Ramzik versucht sich dann nochmal weiterhin an der AWP. Kommt aber keinen Frag. Stattdessen mehr erfolgreich. Und Chopper setzt auch nochmal einen nach auf dem A-Spot. Oh, da ist der nächste Frag da. Hat man ihn nicht angesagt? Oh. Gut, Ramzik gegen 4. Das Ace kann er machen. Der Junge hat genug Red Bull Intus. Der kann rennen. Und das tut er jetzt auch. Er wird es wirklich noch versuchen. Aber dann ist Chopper da, der hat schon ins Haus geschoben. Okay. Na, eigentlich hätte man das nicht. Sonic immer noch mit 3, 5, 16. Was zur Hölle? Was hat Chopper jetzt für Frags? Ich hab's gerade nicht gesehen. Zeigt's nochmal, komm. Ah, schade. Ja, also Sonic, der muss ein bisschen was tun. Aber Tengri im Allgemeinen muss was tun, würde ich sagen. So, und jetzt könnte sein, dass sie explodieren. Da kommt der Smoke in Richtung A. Chopper, nachdem er den ersten geholt hat, wird direkt getradet. Aber dann ist JR da. Sonic kommt über die Mitte, will hier den Backstep machen. Aber den haben sie erwartet. Und vier Leute... 4 Leute in Richtung Connector Retake.
Was zur Hölle, Vega? Was zur Hölle? Da kommt die Flash. Ramzik weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Da stehen vier Leute auf einem Haufen. Was ist das für ein Retake gewesen, bitte? Was ist das für ein Retake? Vega, willst du mich verarschen? Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen oder nicht so häufig gesehen, besser gesagt. Ja, Tengri, jetzt ist der Draw da. 11-11, ausgeglichen. Und jetzt kann man sehen, Sonic 3-5-17 und Chopper. Wo ist er? 15-2-18, kein Vergleich. Noch ein bisschen und er ist der zweitstärkste Fragger. Oh, wird das ein Wasserfall? Das sieht nach einem Wasserfall aus. Ja, Chopper hört sie da schon recht früh. 1, 2. Ja, dann kommt SNK raus. So, jetzt haben sie die Möglichkeit. Tengri spielt was Schnelles. Und zumindest im ersten Moment funktioniert es. Der Smoke kommt einen kleinen Tacken zu spät. Oh, die HE Sonic. 22 AP. Ja, und jetzt macht er die Frags. Sonic? Nein, den nächsten bekommt er nicht mehr. Aber zwei Stück hat seine Kills fast verdoppelt. Und SNK sorgt dann für den Abschluss in der Runde. 12-11 und damit der Money Reset. Das schafft nicht jeder. Sonic ist eine Maschine. Ja, der hat in der Runde gerade fast seine Kills komplett verdoppelt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wer schafft das schon? So, Tengri muss aufpassen, dass sie das Match jetzt nicht aus der Hand geben. Er hat zwei Kills gemacht, gerade. Er hat gerade zwei gemacht. Einen relativ am Anfang der Runde und beim Retake hat er einen genascht. Bevor er dann selbst down gegangen ist. So, noch hier wird wieder getradet. SNK haben sie rausgenommen. Und getauscht gegen mir sozusagen. Beide aus dem Spiel. Ich weiß nicht, ob der Tausch so gut war. SNK Top-Fragger bei Tengri. Das mit den Frame-Drops liegt. Frame-Drops liegt leider am Clean-Feed. Chopper in einer guten Position. Ich erkläre es gleich gerne nochmal. Oder einfach Ausrufezeichen Clean-Feed. Und sie rechnen damit, aber Chopper trotzdem mit dem Kill, der dreht hier richtig auf. Starker Frag von ihm, wichtiger Frag. Am besten wäre es gewesen, hätte er den zweiten noch bekommen, aber dazu hat er ja noch seine Mates, die da auf dem Spot warten. Die Bombe geht in Richtung Spot, ist eingesmoked und kann hier gut geplantet werden. Jetzt der Retake. Kshendra über die Stairs, ist allerdings noch weggesmoked, muss warten. Sonic zieht sich zurück in Richtung Tetris, stellt sich oben drauf. Hucci kommt über die CT-Base. Und JR über den Connector jetzt durch die Smoke. Einfach durchziehen mit der AWP. Kann er vielleicht nochmal machen. Ah, in Richtung Unterholz nochmal schauen. Aber das ist Pachangaris. Und er macht den ersten Frag. Macht den zweiten Frag. Macht aber nicht den dritten. Nein, er lädt nach. Und er macht fast den dritten. Aber dann kommt Ramzik um die Ecke. Und macht alles klar. Ja, einmal durchatmen hier. Eieiei. Chopper da mit so einem starken Frag am Anfang der Runde und dann kam der Go auf den Spot. 13-11. Und damit geht's in die Eco für Vega Squadron. Das ist das, was ich eben mit dem Money Reset meinte. Und wenn alles gut geht, ist das hier die 14. Runde für Tengri. Und damit auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in Richtung Sieg.
Ja, man hat Respekt vor den Pistols. Man hat wirklich richtig Respekt vor den Pistols. Wartet da lange ab. Sonic mit dem nächsten Kill. Jetzt dreht auch er auf. Ja, und für Vega sieht es gerade nicht allzu gut aus. Oder zumindest nicht so gut wie für den Tengri. Ramsig. Da sind die ersten Zuckungen schon zu sehen. So viel Vorbereitung für nichts, da wird er einfach genascht von der AWP, die da richtig close steht sogar. Ah, JR wird da komplett weggemollert, die Bombe gedroppt auf dem Spot. Chopper zieht damit rum. Jetzt könnte man es, ja, Parangaris, Gairis. Ich kann es vielleicht nochmal probieren, aber ich würde A, einen anderen Weg wählen und es B, langsam versuchen, aber okay, er macht es dann so. Sonic mittlerweile mit 7 Frags. Aber immer noch kein Vergleich zu Chopper, der mit 007 angefangen hat und jetzt zweitstärkster Fragger bei Vega ist. So, Ramsek wird da aus der Mitte zurückgedrängt. Also keine Mittekontrolle für Tengri. So, jetzt geht's über B. Und der Molotow scheint Wirkung zu zeigen. Sie lassen sich sogar von stoppen, das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Man kann jetzt hier nochmal ein bisschen, oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, man kann hier nochmal ein bisschen auf Zeit spielen, aber... Ja. Gut, SNK. Top-Fragger bei Tengri. Sollte er zumindest noch sein. Aber ist dieser Bang ist wirklich wert gewesen, gerade sich da nochmal zu verraten? Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, klar, sie wussten, dass er da irgendwo sein könnte, aber er hätte auch schon weggeschoben sein können. Also komplett in Richtung A zum Beispiel. Hätte er noch ein bisschen gewartet und hätte keinen Laut von sich gegeben, dann wäre mindestens ein Spieler rübergeschoben in Richtung A, hätte nochmal geguckt, vielleicht einer nochmal in Richtung Mitte, hätte er 0-3 gegen sich gehabt. So, und dann langsam auf Contact vorgehen vielleicht. Die bessere Wahl in dem Fall. Naja. Ja, der Molly war gut. Und von mir gab es dann auch noch einen hinterher direkt. Und die zwei Mollys zusammen haben den Go im Prinzip gestoppt. Ja, kann man so sagen eigentlich. Also ich würde fast sagen, dass der Chat noch nie so unterhaltsam war wie heute. Aber ich will das nicht unterstützen. Ich darf es nicht. So, jetzt die Eco. Bombe gedroppt. Man geht halt mit der Bombe vor. Es sind zwei Leute im Connector, der Rest steht quasi mit oben. Und die Bombe geht zusammen mit einem in den Connector, während der Rest halt wartet irgendwie mehr oder weniger. Das, den Sinn dahinter habe ich auch noch nicht so richtig entdeckt.
Also es ist auf jeden Fall ein knappes Spiel. Ach, ich wollte schon sagen. Ich hatte schon hier schon kurz Bedenken. Ja, Kladis. Es leuchtet wieder, so wie es aussieht. Kennt ihr diesen Typen, der bei der 1-Millionen-Frage da bei Wer wird Millionär seinen Vater angerufen hat, nur um zu sagen, dass er die Millionen gewonnen hat? Stellt euch mal vor, so ein CS-Spieler, ja? Bei einem Stand von, ich weiß nicht, 16, Quatsch, 16 ist falsch, aber so 15-1, 15-2. Nimmst die Tactical Pause und rufst erstmal an und sagst, wir haben das Major gewonnen oder so. Alter, wär das bitter. Boah, SNK, dass er den Frag noch bekommt. Was ist denn da mit Keshandra los gewesen? Alter Schwede, das hätte nicht passieren dürfen. SNK hätte down sein müssen, absolut. Und somit Tengri jetzt im Vorteil. Doppelter Vorteil, dreifacher Vorteil sogar. Zwei Spieler, beziehungsweise ein Spieler weniger, doppelter Vorteil. Deswegen, weil es für die TS immer einfacher ist anzugreifen, als in Unterzahl zu verteidigen. Ja, und dann rechnen sie aber nicht mit Chopper, der da steht. Chopper zusammen mit mir hält den Spot dicht. Und das ist die 15. Runde für Vega Squadron. Da lege ich mich fest. Auch so, Parangais rastet hier nochmal richtig aus. Nein, da ist sie. 15. Runde und da freut man sich schon. Das kann man ein bisschen hypen hier. Alles oder nichts, sozusagen. Let's go. Auf in die letzte Runde hier, wohlmöglich. Und Tengri, die sollten was Schnelles spielen, meiner Meinung nach. Absolut im Nachteil. Aufgrund der Waffen, aufgrund dessen, dass sie angreifen müssen, um das mal so in Deutsch zu sagen. Und jetzt der Molotow, der kommt gut nochmal hinterher. Die Bombe ist bekannt. Man weiß, dass sie auf dem Spot ist. Jetzt braucht man noch das Backup für die Stairs unten. Chopper muss da aufpassen, wird aber da von allen Seiten gepusht und kann so. Oh, die Bombe ist weit vorne gedroppt. Die Bombe war weit vorne gedroppt. Finch da so ein bisschen auf Abwägen. Muss jetzt erstmal mit der Bombe wieder zurück in Richtung Spot gehen. Bekommt aber Unterstützung von Ramzik und der Smoke, die da jetzt liegt. Tengri hat hier also die Möglichkeit, das Draw rauszuholen. Und Vega darf sich jetzt nicht so allzu sehr unter Druck setzen. Zusammen retaken, zusammen angreifen, schön koordiniert spielen. Und das scheinen sie jetzt auch zu tun. Hucci kommt davon ganz hinten über den T-Spawn. Nee, mir ist es, Entschuldigung. Ja, und der bekommt Fitch. Oh, Tengri, Ramzik. Ramzik, letzter Verbleibender. Ramzik fällt! Das Spiel ist durch! Vega gewinnt hier nach einem starken Comeback. Was für ein Ding! Was für ein Comeback war das denn, Bertha?